Das heißt, wir haben unten noch keine Verteidigung. Im Westen haben wir eine einigermaßen ordentliche. Im Osten haben wir noch gar nichts. Und die Basis, da rückt immer näher. Ja, die Forschung ist gleich durch. Das heißt, wir können in Richtung bessere Drills gehen. Und dann möglichst schnell die Topase abbauen. Habe ich noch irgendwelche zufällig irgendwo rumliegen? Da, 16. 16 war Topase. Bau mal. Was fehlt da? Stahl? Ja, das machen wir auch gleich. Jetzt hätte ich erstmal ganz gerne die komischen Kabel. Genau, mach die komischen Kabel. Ich hole währenddessen Stahl. Oder lass mich einfach damit füttern. Genau. Bau dann noch ein und dann hätten wir noch viel zum Verteilen. Und damit müssten wir es eigentlich hinbekommen, dass überall Abdeckung ist. Nicht mit super viel Schaden, aber zumindest, dass wir so diese kleinen, mittleren und auch die Big Spitter damit wegsnipern können, bevor sie großartig Schaden machen können. Die anderen müssen wir dann gucken. Und Tungsten. Brauchen wir Tungsten? Oh, das auch nochmal auffangen. Brauchen wir Tungsten später regelmäßig für irgendwas Tolles? Also zum Beispiel für die Shotgun-Munition. Wo ist die... Lasergun? Da. Nee, dafür brauchen wir Kobalt. Das wäre also okay. Hierfür brauchen wir Ardite. Die Rüstung selber stellen wir nur einmal her. Und was haben sonst an Verbrauchsgütern? Irgendwelche Supermodule, aber nee. Ja, also ich denke, ich kann mir das leisten, ein paar Mauern aus Tungsten zu machen. Das heißt, mach mal so. So. 5000 Lebenspunkte. Das sind echt krasse Mauern. Und dann mache ich hier die hinterste Reihe aus. Ja, ist die Frage, die hinterste Reihe oder die vorderste Reihe? Die sind schweineteuer, aber die könnte man ja auch reparieren, weil sie ja gar nicht durchgefressen werden. Wobei Sand ist, ne? Nicht wirklich ein Problem. Ja, die hinterste Reihe. Das heißt, wir reißen jetzt einmal komplett hier die hinterste Reihe ab. Das kleine Stück erstmal. Laser-Gemme da, 4 Stück. Du hast hier schon die ganzen guten. Oh. Das war jetzt einer. Und der hat es fast ran geschafft. Bau mal doch noch so. Ein paar mehr hier hin. Danke. Ach, hier sind noch gar nicht alle normalen Lasertürme. Ja gut, das gucken wir dann später. Dann hätte ich gerne hier noch einen. Und ich hätte noch gerne hier so einen. Und es fehlen noch so dermaßen viele. Ja, ja, definitiv. Immer die. Wir sind so langsam, wir brauchen unbedingt die Gehhilfe. Da. Da fehlte was. So. Tungstenmauern da. Mehr Tungstenmauern. Die sind sehr dunkel. Explosion Resistance. Also Resistenzen sind die gleichen. Aber hier, ne? Eben 7-mal so viel Lebenspunkte. Schick, schick. Ja, also hier können sie sich ruhig durchfressen. Das ist nicht schlimm. Die können kaputt gehen, noch und nöcher. Und wenn sie es dann wirklich mal schaffen, durch 3 Sandbarrieren zu kommen, dann knabbern sie sich hieran tot und werden erschossen. Das ist so die Idee dahinter. Ich glaube, die hier kann ich wegnehmen. Ja. Ja. Die kann auch noch weg. Dann sind es auch 3 hier schräg nach oben so durch. So, dann gehe ich zwischendurch immer wieder ins Lager, guck mal, ob wir ein bisschen Tungsten über haben, dann wird das hier nach und nach ersetzt. Und die beiden sollen uns dann durchgehend angreifen. Mit etwas Glück spawnen hier auch noch Basen. Und dann kriegen wir hier unsere Leichen her für die Edelsteine und Chitin und Knochen und was weiß ich. Und hier im Osten zerstören wir persönlich mit unserer neuen Terminator-Rüstung regelmäßig alle Basen. Das wäre so der Plan.
Du setzt das Ding mal da rein. Damit wir so einen kleinen Puffer haben. 5 Kilojoule, ja. Und dann noch... Jetzt die Laufdinger? Was fehlt da? Stahl. Ja, okay, dazu muss ich nur einmal ganz kurz in... Ich war doch in Ruheport-Reichweite. Warum kriege ich keinen Stahl, Jungs? Könnt mich noch nicht einfach so hier stahllos in der Gegend rumstehen lassen. Wir sind alle hier unten beschäftigt. Oh, stimmt. Die sind alle ausgelastet. Da war was. Ja, okay, dann hole ich mir halt selber Stahl. Jetzt ist es zu spät. Jetzt mache ich das. Her damit. So. Bau bitte zweimal das Exoskelett. Und dann gucken wir mal, ob ich das so rein stromtechnisch gebacken kriege. Jede Batterie, die wir kriegen können. Rein damit. Wo bist du? Da bist du. Ja, schneller. Noch viel schneller. Da. Also solange die Batterie nicht leer wird, allein vom Laufen, ist gefühlt alles okay. Was brauchen wir noch mehr davon? Noch mehr rote Engines. Die werden geholt. Jog, 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 jog. Dahin. Gib mal alle her. Und bau noch einen davon. Und ich brauche mehr. Mehr. Gut. Hier habe ich leider keine Dingens mehr für. Und doch, die kann ich reinschmeißen. Zack, zack, zack. Und dann habe ich noch gar nicht angefangen, ne? Ja. Das mache ich jetzt mal ganz kurz. Auch wenn wir nicht wirklich Rohstoffmangel haben sollten. Trotzdem hätte ich ganz gern... Es wird nicht mal ausgelastet hier, das Ding. Das hier auch nicht. Wozu brauche ich denn da Knicker an der Seite, wenn die eh nicht arbeiten? Das waren die ganz guten, ne? Jo. Die Module brauche ich definitiv auch noch wieder. Ja, schön. Ich habe jetzt 14 von den schnellen Freeze-Bannern, aber nichts, wo ich es wirklich benutzen könnte. Du auch noch da rein. Batterie hält sich, aber sobald ich jetzt getroffen werde, haben wir kaum noch Energie zum Schild aufladen gefühlt. Irgendwas, was ich hier noch machen wollte? Nö. Ja, ich denke, ich gehe dann mal ganz kurz hier nach Osten und gucke, ob ich die eine Basis da so ein bisschen drangsalieren kann. Das hier kann bitte einmal entfernt werden. Oh nee, gar nicht. Stopp, stopp, stopp. Wie mache ich das rückgängig? Halt, 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 halt. Nein, nein, nein. Das dürfte ich gleich wieder aufbauen. Es tut mir leid. Das war die richtige Wand, die da unten war, die später weg sollte. Du. Ja, ich weiß. Ihr kommt euch jetzt ein bisschen verarscht vor, aber das ist nicht absichtlich gewesen. So, so, so. Tut mir leid, Roboter. Dürft doch einfach umdrehen. Ihr müsst sie nicht erst nach Hause bringen. Ja, jetzt bringen sie alles da hin, laden sich da auf. Egal, ihr macht das schon. So. Dich nehme ich mal mit. Dich nehme ich mal mit. Und das hier sieht so... Wenn man das so mit Osten vergleicht, ist irgendwie, ne? Nee, so wirklich schick. Da noch. Zack, zack, zack. Oh Gott. Hier, Bäume weg, Bäume weg, Bäume weg. Hier ist gar nichts. Oh ja, also wir haben noch recht viel vor uns, was die Verteidigungsanlage angeht. Aber wie gesagt, hier im Osten wollte ich ja, ne, selber für Recht und Ordnung sorgen. Da. Und solange keine Könige und so weiter kommen, sollte das auch gehen. Also, geh mal. Erstmal zu dem da. Das ist einigermaßen klein. Und dann gucken wir, wie das hinhaut mit der... Es wird jetzt schon dunkel. Wo ist mein Nachtsichtgerät?
wie das jetzt hinhaut mit dem, wenn wir getroffen werden und die Schilde sich aufladen, wie schnell wir noch laufen und so weiter. Und ob die Batterien so ein bisschen wenigstens halten. Währenddessen baue ich nochmal eine neue. Wobei ich eigentlich lieber erstmal 10 Stück normale hätte, bevor ich eine große habe. Weil 10 kleine sind 10 Kilojoule und eine große sind 5 Kilojoule. Und wir haben momentan doch so ein bisschen Platz über. So, das sind alle Spucker. Ich kann sowas von weglaufen bei denen. Das da. Ja, Batterie wird leer. Obwohl. Ja, Batterie wird leer gelutscht, wenn ich laufe und Schilder auflade. Das wollte ich genau vermeiden. Aber das werde ich nicht können. Das heißt, wir brauchen jetzt ganz viele Batterien, damit ich immer zwischendurch so einen etwas größeren Puffer habe. Und dann so schnell wie möglich hier halt den Dingensbummens. Ich wechsle mal ganz kurz darauf und mache es wieder super spannende Snipern. Wobei, das sind nur 3 Spawner, ne? Okay, Wechsel. Mach erstmal die Würmer weg. Okay. Ja. Und wir sind langsam. So, Schild ist voll. Jetzt müsste ich die Batterie füllen. Langsam. Wo laufe ich eigentlich gerade hin? Oh, ich entdecke neues Land. Das ist okay. Lalalalalalalalala. Hier kommt der Haupttrupp. Oh, das sind Berserker. Splitter. Ah. Problem ist, jetzt spawnen oben nochmal so viele, ne? Genau. Wenigstens das grüne Licht jetzt weg. Oh. Tuck, 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 tuck. Nee, so wird das nichts. Ich brauche Giftkapseln. Mindestens so 3. Tut jemand da irgendwo hin? Da sind schon welche. Gut. Giftkapseln. Zum einen, damit ich sie theoretisch hier raufschmeißen kann. Wobei, so langsam sind die nicht, dass es wirklich Schaden macht. Also lasse ich das lieber. Aber primär eigentlich, damit ich die... damit ich die Würmer tot kriege. So, jetzt würde ich aber ganz gerne erstmal diesen einen Trupp hier töten und danach mich erst um die Würmer kümmern. So, erstmal kleinen Kram wegmachen. Kleinen Kram, kleinen Kram. So, das da sind jetzt Berserker und Elder-Dinger. So, nicht in Bäumen verhaken. So, hier war das Problem, wenn ich jetzt nicht... Lauf! Wenn ich die jetzt nicht schnell genug töte, dann regenerieren sie sich zu schnell. Und ich hatte das Gefühl, ach, lauf jetzt doch mal in die Türme, dann können die Türme das kurz wegmachen. Da sind keine Türme. So. So, einer ist tot. Yay! So habe ich mir das nicht gedacht. Schild ist voll, Batterie füllt sich. Okay, mach den da tot. Okay. Langsamer. Oh, alle erwischt mit einem Schlag. Sehr gut. Also Schild regenerieren. Vielleicht hilft es ein kleines bisschen. Komm. Nein. Ah, die hätte ich fast erwischt. Nicht da oben neu pullen. Ja, also es wird Zeit für die Laser-Combat-Shotgun-Geschichte. Weil so die ganze Zeit hier im Kreis laufen ist, ne? Nicht so wirklich toll. Da.